Da macht jemand finstere Geräusche. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe aber das Gefühl, dass es der Hermann S., der unser Succubus-Heini oder wie auch immer der sich nannte. Und Dante möchte ihm jetzt, glaube ich, mal einen Besuch abstatten, wenn hier nichts mehr ist, was man einsammeln kann. Ich bin da ja hinterher schwer. Mal gucken. Ja. Ich kann es mir vorstellen. Was für ein ekliges Monstrum. Bleib weg. Ich gehe einen Kaffee trinken. Also du bist wohl die geheime Zutat. Wer bist du? Ja. Bin deine Verabredung, du hässliches Stück Scheiße. Alter Verwalter. Wer zur Hölle bist du? Ja. Daneben. Übrigens, mein Name ist Dante. Gatsch. Dante? Sohn des Spada? Und Eva der Hure? Ich glaube, der hat was Schlechtes gegessen. Ja. Aber nenn mich einfach Dante, der Dämonentöter. Klingt doch gut, oder etwa nicht? Du willst mich töten? Du kannst mich nicht töten. Ich bin 1200 Jahre alt. Dabei siehst du gerade mal nach 12.000 aus. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Heiliger Strohsack. Das wird ja interessant. Ich pause hier einfach gerade mal. Schade, jetzt habe ich keine Maus hier, das ist aber ärgerlich. Auf jeden Fall sieht man jetzt gerade gut, oder ich wollte es vorher noch gesagt haben, dass ich das so gar nicht gesehen hatte, dass es überhaupt ein Gesicht hat. Das war die ganze Zeit verdeckt und deswegen musste ich da so kurz schmunzeln, weil der einfach sowas von fett und hässlich aussieht. Unglaublich. Und stachelt an den Beinen und was der da nicht alles hat. Das ist schon sehr, sehr hübsch gemacht. Ich glaube, mit dem können wir uns gut mal anlegen. Nur er spuckt eben rum, das finde ich auch nicht so nett. Gucken wir mal, was der zu bieten hat. Also er wird uns jetzt sicher anrotzen oder sowas. Mal gucken, was der hier zu sowas... Aber ach, guck mal, das ist so. Aua. Hörst du mal bitte auf, mir weh zu tun? Au. Nachher vielleicht. Ah. Kollege. Kann man denn nichts gegen machen? Ach so, jetzt kann ich ihn runterziehen, irgendwie Zähne rausziehen oder so. Ha, ha. Na, komm. Oh, schnell weg. Verdammt. Das war nicht so gut. Lalala. Ach, verdammt. Nutze es zu einer, um zu einer anderen Plattform. Achso, die gibt's auch. Verdammt. Ich hab's einfach mal versucht, ihn jetzt so ein bisschen zu hauen. Nice, komm her. Aber so nicht, so nicht. Lass mich in Ruhe. Verdammt, schon wieder. In welcher anderen Plattform sollte das sein? Ach, da oben können wir hin. Ah, guck mal. Ich glaube, wir machen gerade mal sowas wie kleiner Lebensstern oder irgendwie sowas. Das sieht ja nicht mehr allzu gut aus. Mann. Ich bin ja so unglaublich übel, schlecht. Ach, kleiner Fetter. Bastard. Ist ja gut. Mann, ich wollte gerade abhauen. Lass mich doch mal. So. Ach, verdammt.
Ich glaube, das können wir ganz gut gebrauchen. Na. So, und jetzt noch ein bisschen was rausreißen. Aha. Wie gefällt dir das, Schlampe? Du hast meine Mama beleidigt. Was zum Fressen? Ich glaube, das mag er. Und ich habe das Gefühl, das war nur die erste Aktion hier. Ach, verdammt, ist zu spät, mein Bisschen. Ja, ja, du hast ja recht, das wirst du tun und du bist ja so unglaublich böse und so. Und ich habe auch nicht gesehen, dass ich mich schon bewegen kann. Ich gehe einfach noch eine Runde weiter. Denn der will hier ja alles kaputt machen. Aber das kann ich auch gut. Gefällt dir das? Stück. Ja, ja, ja. Vielleicht gehen wir doch noch mal auf eine andere Plattform. Ah, ekelhaftige, ekelhafte Bestie. Nein, böse, böse, böse. Nicht spucken. Ui, ich glaube, das war irgendwie gerade im allerletzten Moment. Gefällt dir denn das? Ich zeig dir gleich mal, was Auswurf ist. Das hat was mit... Na gut, vielleicht doch nicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ah. Strohsack, du Heiliger. Moment. Das ist ja mal wieder eine Katastrophenaktion hier. Oh, Mann, oh Mann. Ob wir das schaffen? Ich weiß ja nicht. Der rotzt die ganze Zeit alles voll. Na, ah, jetzt hör doch mal auf mit so einem Rumgerotz. Das finde ich echt nicht witzig. Lass dich gefälligst töten zum Henker nochmal. Ach, der liegt da so cool. Den hätten wir, glaube ich, gerade erledigen können oder so halt. Warten mal, bis er herkommt. Er wird ja sicher herkommen. Komm, komm. Hier bin ich. Suki. Suki, Suki. Mach Luki, Luki. Ich hab's noch kein einziges Mal geschafft, da auszuweichen. Da auch nicht. Alles, was ich mache, geht irgendwie daneben, ne? Das ist nicht so cool. Gehen wir mal besser lieber weg. Aha. Hat er alles voll geflattert. Ach, verdammt. Verdammt, das war nicht die beste Idee. Puh, gerade rechtzeitig. Scheiße! Ich komm nicht ran! Na, jedes Mal erwischt er mich aufs Neue. Ich versuch dir doch nur weh zu tun. Mein Junge. Mein junger Paar, da war ein Schüler. Ich glaube, wir gehen mal wieder. Ach, perfekte Idee. Keine Millisekunde zu früh, eine zu spät. So, jetzt aber in die Hölle mit dir, aber nicht mit mir. Und wenn ich eben deine zarten Händchen bekämpfen muss. Tralala. Ich bin aber wieder weg, bevor du rumrotzt. Hi, er hat mich nicht erwischt. Ich bin ja ziemlich glücklich. Jetzt geh doch endlich tot, Mann, und hör auf, mich anzurotzen. Ich stehe da nicht so drauf. Ha. Das ist immer wieder schön. So, und den zweiten ziehen wir auch raus. Scheiße, ich komme nicht ran. Na, von wo kommen wir denn ran? Moment. So. Und raus damit. Das wird ihm gut tun. Und auf deinen Leben, Leichnam,
Das ist aber nicht sehr nett. Ist das wirklich dein Ernst? Kleiner. Aber wie viele Lebensanzeigen hat der eigentlich? Das ist ja echt ekelhaft. Nein, aua. Hör doch mal auf, mir weh zu tun. Du willst also auf mich pissen? Ach, ich finde das aber nicht so nett, dass er hier rumstrudern will. Nein, oha, geh doch weg. Hör auf damit. Lass das. Böser Junge. Ich bin da auch selber schuld. Ich gehe mal genau dahin, wo er auch ist. Und dann führt das unweigerlich zu Kollisionen, die manchmal auch tödlich enden. Genauso wie sowas. Jetzt wieder tot, du Schlampe! Nein, nicht ich! Ach, schön, meine Hände schwitzen, ach, schön, ja. Ah, wir hätten ihn fast besiegt, aber aus, gewissem kleinen Grund, weil er uns vielleicht noch einmal umgenockt hat, haben wir das nicht geschafft, müssen das nochmal machen. Ich weiß ja nicht von wo aus, wahrscheinlich from the very beginning. Heieiei, werden wir sehen. What? Ja, ich glaube, das ist so ziemlich vom Anfang. Dann kann ich ja gerade mal versuchen. Also ich bin auch öfter in die Suppe gerannt, wo es echt nicht nötig war. Ah, jetzt hätte ich doch da bleiben können. Ach, Mann. Ich dachte gerade, ein Schlauch wäre schon raus, aber gut. Geh weg und lass mich in Ruhe. Nein, aua. Ja, wollte glaube ich schon wieder rumrotzen. Das finde ich nicht so lecker. Hatte ich schon mal gesagt, dass ich Spinnen hasse im Übrigen. Hallo, Suki. Ach, Zuckerschneckchen fällt erneut runter. Wir reißen ihr... Oder ihm? Oder was auch immer es für ein Geschlecht hat. Ich habe das Geschlecht eklig. Träum weiter, Dickmann. Dass ich nicht lache. Aber auf die Mütze magst du trotzdem unglaublich gerne. Ich glaube, das hat noch nicht mal wehgetan. Nein, aua. Das hat aber wehgetan. Ja, aber muss das heute sein? Das hattest du schon mal gesagt. Das ist nun auch nichts Neues. Und ich hack einfach drauf los. Mal gucken, was ich so treffe. Hämmer drauf, was ich gerade so im Angebot habe. Und weiche im allerletzten Moment aus in der Hoffnung. In der Hoffnung, dass knapp so weit. Ja, Eiter ist aber ganz schön eklig, vor allem im Joghurt. Aua. Kollege, jetzt sei doch mal nicht so. Dann gehe ich halt wieder weg. Wenn du wieder alles voll fledderst und so. Na, was hat er vor? Ach, hier wieder rumrotzen. Schwingel. Dann ist das wohl zeitgesteuert und nicht plattformabhängig. Mal gucken, wie dir das gefällt. Nein, mir gefällt das nicht so gut. Jetzt geh doch endlich nach Hause. Hui. Geplättet. Also, die zweite Runde von dreien. So, da kommen wir nicht ran. Gehen auf die andere Plattform hier rüber, ganz schnell.
und ziehen ein wenig dran an seinem komischen Lebensschlauch. Das macht ihn unglaublich glücklich. Er ist froh und sagt, ja. Verpulver deine Energie da hinten, mach alles kaputt. Dann hacke ich dir einfach mal auf den Fuß so ein bisschen drauf. Ach, das war so ein bisschen fehlgeleitet. Woanders hin können wir nicht. Nein. Oha, böse. Voll daneben gehämmert. So, hier noch so ein bisschen. So, dein Pfötchen will ich ja auch noch ein bisschen. Guck mal. Oha. Stirb langsam oder von mir aus. Moment. E drücken, hochspringen. Bam, das sieht einfach so cool aus. Und ab mit dem Jenseits, du fettes Stück irgendwas in die Augen. Ha. So, da kann man sich ja auch dran ziehen. Das tut dann gar nicht so doll weh. Hey, ist er denn jetzt endlich mal tot oder immer noch nicht? Abserviert. Gott. Achso, ich glaube, wir sollten hier besser verschwinden, weil die Gegend hier langsam zerbröselt. Warum auch immer. Ach nee. Ach nee, ich dachte, wir hätten ihn getötet. Immer noch nicht. So, und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Runde. Bis dahin!